So, wieder ein paar Meter vorgerückt. Kämpfen wir uns jetzt mal richtig hier durch. Wir haben wahrscheinlich die bessere Ausbildung. Im letzten Part haben wir ja einen Verbündeten kennengelernt. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Da haben wir wieder einen von diesen Kumpels. Schmeiß ich gleich mal eine Granate vor die Füße. Da haben wir ihn auch. Scheint alles klar zu sein. Wenn ihr Jungs soweit seid, treffen wir uns in der Küche. Oh. In der Küche. Gucken, wo sind mehr Munition drin? Muss nachladen. Hier. Los, rein. Sie haben uns nichts zu sagen, Mr. CIA. Oh, ich lüge. Ja, hier wurde anscheinend schon länger nichts mehr gekocht. Aber den Leuten hier Waffen geliefert. Diese Leute wollten den Aufstand. Von uns kam nur das Werkzeug. Werkzeug, das sie tötet. Reden Sie sich das nur ein, Junge. Aufgepasst, wir kriegen Besuch. Da wartet anscheinend schon wieder direkt der nächste Hinterhalt auf uns. Wow. Bringt uns einfach ein Gegner direkt vor die Waffe, das ist aber nicht nett. Da hat der nächste. Mal gleich ein paar neue Granaten. Ich wechsle aber gerade doch nochmal auf die AK-47. Denn hier hinten blickt anscheinend noch mehr von dieser Munition. Also immer wieder sagen, Munition ist dermaßen knapp. Das ist es, mal sehen, wo uns der Herr Riggs hinführt. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Dubai. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie es kapiert. Meine Leute machen ein Störmanöver vom Haupttor. Das hält die 33. auf Trab und wir schleichen uns hinten rein. Ihr nehmt Einheimische als Lockvögel? Sie verstehen, dass man Opfer bringen muss. Abgesperrt. Scheiße, wir sind entdeckt. Haben sie einen Plan, Riggs? Drängt sie zurück. Ich mach die Tür auf. Das soll doch wohl ein Witz sein. Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Wir haben jedes Mal Probleme, wenn wir hier unterwegs sind. Oh, die hätte mir gar nichts genutzt, die Granate. Ich empfange eine Feindfrequenz. Lass hören. Da sind sie! Das kann ich auch, mein Freund. Das ist schon wieder... Mann, oh Mann, der hält ja was aus. Boah. Okay, die Jungs haben Faust in den Ohren. Die scheinen etwas mehr auszuhalten als die Freunde, gegen die wir eben gekämpft haben. Scheiße, wir
sind entdeckt. Da helfen wir dann doch lieber. Drängt sie zurück. Da heben wir doch unsere Granaten lieber mal dafür auf. Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Schub Scheiße, die rücken von hinten an. Ein bisschen mehr auf Kopfschusshöhe gehen. Wenn ich treffen würde. Ich empfange eine Feindfrequenz. Lass hören. Da sind sie. Noch zwei verdammte Kugeln. Oh Mann, das wären die dann wohl gewesen sein. Da hinten haben wir Munition. Her damit. Komm schon, trau dich aus deiner Deckung. Feind ausgeschaltet! Nie gesehen. Das Solo-Squad. Die Antwort der 33. auf alle Probleme des Lebens. Haltet die Augen auf. Viel kommen denn dann noch? Vorsicht, zurück für den Dämmer. Oh Mann, wieder Entdeckung, wieder Entdeckung. Ah. Hallo Uzi, juhu. So, das wär's. Aber hier hinten lag der P90. An der hätte ich ja jetzt Interesse. Beeilung, Walker. Wir haben nicht ewig Zeit. Wo geht's lang? Hier. Ganz unten ist ein Parkhaus. Du hättest doch einfach am Türgriff drehen können, Kumpel. Oh, Scheiße. Worauf wartet ihr? Los, los! Fisch. Ich werde hier nicht Händchen halten. Moment. Hier stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Wir sind entdeckt! Natürlich sind wir nicht allein. Oh Mann. Fehlt in dem Spiel eigentlich nur noch so ein Kill-Counter. Der müsste bei uns mittlerweile schon weit über 1000 liegen. Oh man, die Typen kann ich echt leiden. Muss ich anscheinend mal irgendwie von der Seite dran. Das bedeutet Gas geben. Okay, so schon mal nicht.
So könnte es klappen. Vielleicht von der anderen Seite. Boah. So, das war der. Muss nachladen. Toll, wir hätten einfach auf die Gasdinger schießen können. Das waren alle. Wow, Kumpel. Ihr sichert die Trucks. Ich trommel den Rest meiner Männer zusammen. Wir sehen uns drin. Ich traue ihm nicht. Ich auch nicht. Aber Riggs und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht töten wollen. Überlegen Sie sich, wem Sie helfen, Captain. Ohne Wasser werden alle in dieser Stadt sterben. Auch Ihre Männer. Riggs will niemanden retten. Er will die Wahrheit begraben. Zusammen mit den Leichen. Jeder, hören Sie? Ja, Sir. Außen sammeln sich Aufständische. Halten Sie sich in Bereitschaft, während wir die Sache regeln. Verstanden. Die haben uns nicht auf dem Schirm. Erledigt, die Wichser. Gehen wir mal lieber leise vor. Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Erfolg. Nochmal ein bisschen entspannter hier rangehen. Okay, haben sie uns schon wieder entdeckt. Hab ihn! Vorsicht, sie brechen durch! Jetzt wird's hässlich. Ja, werden wir ihn kriegen. Scheiße! Das sind Feinde! Vorsicht! Schrotflinte im Anmarsch! Von wo werden wir eigentlich beschossen? Sind unterwegs! Meine Güte. Da wäre es fast schon wieder geschehen um uns. Wieder einer! Scheiße! Mann am Boden! Schwing mal was darüber und hilf ihm! Unsere beiden Kumpels erledigt. Wir müssen schnell hinrennen und denen helfen. Wie sind die Jungs unter die Tribüne gekommen? Ja, ich würde euch ja nicht so gern zurücklassen, wenn ihr mir mal sagt, wie ihr da runtergekommen seid. Ich vergebe, bitte. Scheint seid ihr da auch nicht runter. Ah, Mann. Okay. Wie auch immer die Jungs da runtergekommen sind, unser Bart ist auch schon wieder am Ende. Im nächsten schießen wir uns den Weg hier durch den kleinen Wasserpark. Und dann müssen wir mal sehen, ob wir nicht mal einen kleinen Vorteil hier gewinnen können.